Hallihallo und willkommen zur Tür Nummer 7 sind wir angelangt. Und zwar ist die ja vor allem direkt hier vorn gleich. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Komm mal her, Alma. Oh, ich spüre schon durch den Finger. Das ist mehr. Nee, okay, es liegt am Boden. Was wird da drin sein, Alma? Ihr seht es zuerst. Oh, sieht groß aus. Der sieht größer aus. Blick erhaschen und... Ui! Oh, nice! Cool! Oha! Nice! Oha, geil. Okay, danke Sugar Gang. Vor allem jetzt mal ein bisschen was... Was anderes jetzt mal. Nicht das, was ich immer kenne. Sowas könnt ihr gerne wirklich öfter machen. Geil. Ich glaube sogar gepasst hätte es zu Nikolaus. Ja, finde ich. Das hätte ich jetzt gedacht, hätte mehr zum 6. gepasst. Aber gut, ach egal. Jetzt haben wir den 7. halt. Cool, also so eine Naschtüte. Direkt von Sugar Gang. Ich glaube, da hat Sugar Gang halt einfach wirklich irgendwo mal reingegriffen und hat einfach alles extra in eine Tüte reingepackt hier. Von jedem etwas irgendwie gefühlt. Boah, Alter, ich fühl mich jetzt damit gerade, als wäre ich gerade am Kiosk gewesen, damals, nach der Schule. Oder auf dem Weg zur Schule. Oder in der Pause. Und komme gerade vom Kiosk und habe mir gerade so eine Tüte gemacht. Wo ich gesagt habe, beim Kiosk stand, ja, einmal davon bitte, einmal davon bitte und einmal davon. Geil. Erinnerung. Ja, was soll ich da sagen? Was soll ich da jetzt testen? Ja, also es sind halt mehrere verschiedene Sachen. Ich werde jetzt hier nicht alles wahrscheinlich hier rumtesten. Oh. Heute eine Füllung. Oh ja. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Hier noch so ein breites, dickes Ding ist auch noch mit bei. Zweimal. Holy shit, geil. Mein Gott. Hat ein Loch. Ja, Parfümgeschmack. Nee, ist schon okay. Hier so eine Dinger auch bei. Und da seht ihr noch so eine kleine Dinger auch noch. Also Sugar Gang, darüber freue ich mich schon mal stark. Ja, das war jetzt eine geile Idee von euch. Das feiere ich jetzt extrem. Und darüber freue ich mich jetzt wirklich. Ne, die anderen Dinger vorher, alles oftmals Sachen, die ich schon kannte, die ich schon in der Box vorher hatte. Und jetzt ist mal endlich hier eine Sache bei, über die ich mich wirklich freuen kann. Und die einfach jetzt auch wirklich abfeier. Ja. Und umso mehr bin ich jetzt richtig nochmal gespannt, oder noch gespannter, was uns hier noch erwartet alles. Ich hoffe auf noch mehr solche Überraschungen. Könnte sein. Also, da bin ich jetzt noch mehr gespannt. Gut, werden wir sehen. Dann halt aber morgen erst wieder bei der Nummer 8. Ne? Gut. Alles klar. Macht es gut. Würde ich sagen, wieder bis morgen. Und dann sehen wir mal, was da drin sein wird. Gut. Haut rein, macht's gut und ciao.